Ach man, das ist schon wieder eine Bahn, die mich, glaube ich, wieder zu den Wahnsinn treiben will. So ein bisschen, ne? Könnte man schon knapp davon ausgehen. Ja, jetzt kommt das K erstmal, scheißegal, ich will's haben. Yep. Nein, ich hab's nicht. Ja, das könnte knifflig werden oder auch scheitern. So, ich hab'n Upa. Dr. Scheitern. So, ich will das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich wollte gerade sagen, Crash Bandicoot und die sehende Schlange. Ja, nee, ist klar. Ja, ist klar, genau, Crash. Rick. Dann teils stimmt es. Das habe ich in letzter Zeit oft, dass ich aus Versehen Crash zu dir sage, wenn ich dich meine, statt Rick. So, ja, ich bin ja auch. Wann muss ich denn jetzt? Ja, jetzt, wenn du hier um die Ecke fährst. Hier. Und dann jetzt aktivieren. Und hui. Ich weiß einfach nicht, an welcher Stelle ich springen soll. Och Mann. Ja, deswegen, am leichtesten ist es, wenn du ein Turbo benutzt, da den Drift-Turbo. Ja, das kriege ich irgendwie nicht auf der Reihe. Du musst einfach nur warten, bis der rot wird. Also quasi, bis es über diese Mittellinie drüber ist. Dann freue ich mich schon, wenn Ictet irgendwann mal Let's Playen kann. Auf was freust du dich? Wenn Ictet hier auch mal irgendwann Let's Playen kann, das wird Chain. Das glaube ich dir. Vor allem theoretisch könnte das ja Dave bei Crash 2 so machen, dadurch, dass es ja jetzt bei Skype die Funktion gibt, auch zu mehreren per Video auch zu machen. Könnte man theoretisch ja mal so eine Dreier-Session machen. Das ist natürlich möglich. Aber ich glaube, er wollte uns schon einzeln dabei haben. Jo. Aber das würde ich gerne mal in irgendeinem Crash-Let's Play gerne mal machen. Oh, mach das doch. Wenn ihr beide denn mal Zeit habt irgendwann und ich dann auch wieder also aufnehmen kann. Also bei mir wird es wahrscheinlich eher funktionieren als bei Dave. Der hat es immer ein bisschen schwierig mit seiner Zeiteinteilung. Ja, vor allen Dingen, wenn er dann noch Uni hat. Mhm. Dann wird es ja nicht schwer. Das ist wohl richtig. Ich meine, jetzt ist er noch ganz gut, der hat ja noch Semesterferien, glaube ich, ne? Ja, hat er. Ich glaube, die gehen ja so lange wie die amerikanischen Ferien, ne? Du fragst mich jetzt was. Also 3 Monate. Ja, das tat weh. Ach man, ey. Eieiei. Und so. Irgendwie schon ganz schön knifflig, ey. Ja, sehr. Dann muss ich doch gleich mal die Reliktrennen erstmal probieren, glaube ich. Das na, ja, die sind auch teils leichter. Ja, ein Relikt ist einfach. Mhm. Bisher jedenfalls. Ach, Mann. Das kriege ich nicht, ohne dann in die Schlucht zu fallen. Außer du hast Turbo. Ja, dann fahre ich erst recht in die Schlucht. Nee, nee, hast ja mehr Schwung. Kommst du ja darüber. Ich bin hinter dir. Kommen es ja drüber, das ist auch schon super. La da 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 da. Ich krieg wieder nichts Tolles, ne? Ach nee. Ich versuch's jetzt nochmal. Dit. Ach, bist du schon vorbei oder was? Ja. Ach toll, hab ich wieder nicht mitgekriegt. Ja, dann gehen wir hier raus und versuchen uns an dem Relikt. Eieiei. Das ist doch wieder ein Kack hier. Ein bisschen Fortschritt erzielen, dann versuche ich zum Schluss halt die beiden Level da. Du bist doch ein Kack. Also ich möchte die vierte Welt ganz gerne noch fertig kriegen. Das hatte ich mir schon als Ziel gesetzt für diese Session. Ah, jetzt zeig ich schon wieder diese eine Aufnahme von Dennis im Kopf. Fick dich, du Kacker. Fick dich, du Kacker. Genau. Oder auch der, wo er es nochmal eingesprochen hat. Eher sachlich oder aggressiv? Ja, als ich ihn gefragt habe, ob er mir Fick dich Spiel einmal als Audiodatei schicken kann. Da hat er mich allen Ernstes gefragt, soll ich das denn eher sachlich einsprechen oder wütend? So sachlich. Fick dich Spiel. Ja, Fick dich Spiel, bitte. Jetzt. Oh nee. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein Saphir-Relikt ergattern können.
50 Kisten. Ja, wollen wir mal. Yay. Erstmal 3 Sekunden holen. Teilweise habe ich das früher so gemacht, dass ich einfach alle Kisten geholt habe, wenn die irgendwie auf einer Linie lagen. Wie komme ich denn da? Und dann, ja, mit Turbo Boost. Hier mit Turbo Driften. Ach, scheiß Turbo Drift. Ich benutze den immer. Doch nicht verlangen, dass man das muss, ey. Das ist na, dafür gibt's den doch. Ja, aber das ist voll kacke. Kann ich schon. Ja, nochmal, komm. Ach, deswegen, ohne Turbo Drift hast du mittlerweile schlechte Chancen. Ja. Deswegen habe ich ihn jahrelang geübt, um ihn dann zu perfektionieren. Mhm. Ich finde, da kann man doch gar nicht mehr steuern. Doch, eigentlich schon. Ja, das kommt aber raus hier. Also steuern kann man dabei nicht machen. Ja, ja, guck mal, hier, das da, siehst du? Dann fliege ich daneben. Wegen selber wüsste gar nicht, wie man das machen soll mit Steuern und so, Anträgen und bläh und ja, kommt der Herbert schon wieder. Du bist ein Scherzkeks. Wer liegt denn? Ja, du. Mit dir rede ich doch gerade. Wieso ein Tag? Hä? Wie soll ich denn da hinten? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich werde auch sowas nicht schlau mit den ganzen Steuersachen. Hm. Auch nicht. Ist ja nicht so, dass du beruflich damit zu tun hast oder so. Das hat nichts zu sagen. Ach so. Mein Chef wird da auch nicht schlau durch. Das kann ja nicht wahr sein, da. Das ist eine Kunst für sich. Ach so. Mit normalem Menschenverstand ist das auch nicht zu begreifen. Übrigens findet ihr schon schlimm genug, dass man dafür teilweise einen Berater braucht. Naja. Wenn ich denke, du blickst da gar nicht mehr durch, ey. Das ist krank. Komm, ich will die Arme! Ja, danke. Schade, dass es nicht wie bei Mario Kart hier gelöst ist, dass du einfach 3 Turbo-Sachen hast. Das ist ein Leben, was man driften muss. Weil bei Mario Kart hat man ja, wenn man Zeitrennen immer. Wenn man Zeitrennen macht, hat man immer 3 Pilze, 3 Turbo-Pilze. Okay. Und cool wäre es ja hier, wenn man dann einfach mal 3 Itemflaschen, genau. 3 Turbo-Flaschen hätte. Könnte man da auch einfach locker, flockig dies machen. Mhm. Dies machst. Dies machst, genau. Da war Zeit, ganz rechts. Ist alles voll mit Zeit. Die Zeit holt dich ein. Ich lass mich immer sehr verwirren von den tausenden von Kisten, die da rumstehen. Die Kisten habe ich 1000-mal berührt. Ja, und 1000-mal habe ich sie nicht kassiert. Sieht aber zeitmäßig sehr, sehr schlecht aus hier. Ja, da juckt mir schon das Auge, du. Ja, weinst du schon, ja? Nee. Bei dem Anblick, wie ich das hier mache. Mir juckt das Auge nur, es tränt ja nicht. Ist ja gut. Noch nicht. Ja, jucken ist das erste Anzeichen vorm Tränen. Ach so. Ach man, ach, da ist tatsächlich noch eine Kiste hinter versteckt. Ah. Dachte, das Jucken zeigt mir an, dass ich gleich da in die schlagen werde. Ja, das kann auch sein, ja. Bam, und dann kriegst du voll aus dem Bild. Ja, das schaffe ich ja nie im Leben hier, wenn ich die Zeit da sehe. Verdammte Kacke. Bam! Bam! Ah, der Bruce Lee Clip einfach geil. Beziehungsweise. Oh ja, genau, Alex. Im Clip heißt ja Bambi. Hallo, bin jetzt schon weit drüber. Und manchmal, ja. Dann trete ich dann so mit den Füßen. Wie soll ich das denn machen? Das schaffe ich doch nie im Leben. Oh Gott. Deswegen habe ich ja gesagt. Du musst 3 it. Ja, denn toll, hier, da passiert so ein Scheiß. Da. Wie soll ich denn damit dann. You are not drifting right, my friend. Ja, hab ich doch. Und wenn ich dann Power drücke, dann springt er und dann springt er wild durch die Gegend. Ja, du. Aber du hältst die Taste gedrückt, oder? Mit der du dann quasi hüpfst und dann am Driften bist. Ja. Hm. Ich habe damit nicht wirklich Probleme gehabt.
Hier, mit diesen hier, dann drücke ich hier, ja, knack, knack. Ja, aber dann, guck mal, wie, dann fliege ich doch an den Kisten vorbei, wie soll ich denn dabei springen und lenken hier? Du musst ein bisschen mehr in die Kurve dann reingehen. Das kriege ich sowieso nicht hin, das kann ich vergessen, da muss ich so versuchen, die anderen Kisten zu kriegen. Finde cool, wie man es erst nach 3 Sekunden oder so hört, das sind so dick, 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 dick. Naja, das kommt durch die Verzögerung jetzt, weil wir den Sound, also ich Sound über die Elgato höre. In der Tat. Weil sonst könnte ich den Rick nicht auf dem Lautsprecher gleichzeitig haben. Ja, das wäre sehr schade. Ja, durchaus. Und so, warte, ich höre dich nicht, aber quatsch mal irgendwann. Ach, Mann, ey. Lustig wäre es ja schon, wenn einfach nur zwei Leute völlig aneinander vorbeireden. Das wäre total sinnfrei. Oder erinnerst du dich noch an die Session bei Donkey Kong Country Returns im letzten Part, wo ich denn nur teilweise zu hören war? Das war auch interessant, ja. Da habe ich dir noch extra ein Thumbnail geschrieben, Alex Only. Stimmt. I can remember that. Ja. Ich kann erinnern das. Ich kann gut zurückdenken. Hallo, ich war doch schon längst durch. Dann zieht er mich da nochmal rein. Das sah aus, als wärst du da reingefahren in voller Absicht. Ja, ich weiß nicht, was das schon wieder sollte. So, ey, komm, ich muss da mal rein. Da. Ich war eigentlich schon vorbei und dann zieht er mich da lang. Konntest dich nicht entscheiden, ne? Weiterfahren, ne? Die Stelle hier hat auf jeden Fall was vom Engine-Labor. Ja, hat's auch. So, vom Ende. Ach, da war die Musik auch schon. Diese din 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 din. Auch die Musik ist allgemein ziemlich cool. Ju. Na super. So. Und nochmal. Ich finde den Bob immer noch super. Wen? Den Bob. Der Andreas Fröhlich. Ja, der ist klasse. Fein Menschen. Jo. Genauso auch wie Andreas von der Mäden, ne? Der ist auch cool, ja. Der Kastellan bei Huibu. Ja, genau. Wenn ich mir als Kastellan die Bemerkung erlauben darf. Genau. Da hat er so, hört er sich eigentlich an wie Morten. Hat er so ein bisschen was davon, das stimmt. Halt auch so höflich. Ach, da komme so ich auch vielleicht auch drüber. Ja. Dann habe ich sicher noch eine Chance. Kann ich vielleicht noch ein paar Sekunden holen. Drei Stück auf jeden Fall. Weil da war eine Einer- und eine Zweierkiste. Oh Mann, so natürlich nicht. Ah, wie war denn nochmal irgendwie? Bitte? Hattest du mal mit irgendjemandem bequatscht hier, der Rainer Kallmund beim Metzger? Rainer Kallmund beim Metzger? Wenn irgendwie, ja, ich hätte gerne Lamm. Also, wie viel denn? Drei Stück. drei Stück Lamm. Drei Lämmer. Ja. Ah, da muss ich auch so lachen. Wie viel Hack wollen sie denn? Ich will alles. Rügenwalder-mäßig. Alles. Genau. Ah, das war schön. Ja, das tat weh. No! Natürlich nicht zu verwechseln mit der Rest in Evil Stimme. Die gibt's ja auch, ja. Aber die ist jetzt hier unangebracht. Jo. Auf wenn man dann so voll anfängt zu schimpfen. Ey, der kann's nicht bringen, ja. Ey. Hallo, hier gucken kleine Kinder zu. Das ist voll unheimlich. Und, ui. Nein. Ja, jetzt kann ich das knicken. Wie den Müller mit der Ecke. Ach man, das ist doch alles scheiße. Ich hasse diese Bahn. Genauso wie die andere. Ja. Es ist alles nur scheiße. Aber richtig. Das hier Leben sind, der. Ja, hier sind gar keine Kisten mehr. Doch, da ist noch eine, okay. Ne, jetzt wird's nichts mehr. Einmal versuche ich das noch und dann wechsle ich wieder die Bahn. Ah, ey, nee. Doch. Ja, dumm, ja. Vielleicht dann nochmal die andere, die Androidenallee. Ach, das war die, ja, genau. Die schöne, leichte.
Und dann vielleicht nochmal die Elektrostraße. Androidenallee, welche waren das noch? Wieso, die habe ich... Achso, das Zeitrennen meinst du da noch holen, ja. Jo. Stimmt, das kann ich auch noch machen. Da lief das es am Anfang wieder so schön. Ja. Zwei Sachen beim ersten Versuch und dann wieder so was. Ja, dass die Bahnen auch so kacke wieder sind hier. Ist, Aber wir wissen ja mittlerweile, wo die Problematik so teilweise liegt. Ja, an mir. Ja, da konnte ich nichts für. Ah, diesmal ist es sicher. Sehr schön. Oh, die noch mitnehmen hier. Den noch mit. Die normalen Kisten, die so normal platziert sind, mit denen habe ich ja keine Sorgen. Hm. Sagt der Cortex beim Zeitrennen eigentlich was? Ja, klar, der lässt dann die normalen Sprüche los. Also immer wenn ich dann was springe hier zum Beispiel oder so, macht er ab und zu mal einen Satz. Macht er wahrscheinlich dann auch so, wow. Ja, oder wenn ich irgendwo gegenfahre, das kommt dann auch. Du wärst fest gegen die Wand, Platz für den Besten der Erde. Ja, das wär's. Würde ich ihm zutrauen. Ach Mann! Oder so, aus dem Weg. Oh nee, ey. Das regt mich alles schon wieder auf hier. So ein scheiß Level. Ja, genau. Drifte einfach statt springen. Hm? Mike mit meinem Auto hoch immer. Springen, ne? Mhm. Muss man sich mal vorstellen, wenn wirklich jemand den macht. Mit seinem echten Auto. Ich versuch mal, ja. Du mit deinem Mörder-Auto. Fängst dann so an zu driften und dann kriegst du Turbo. Machst du so im Kreisverkehr. Ich hab Lachgas-Einspritzung. Ach du, ja. Hm? Nee, du, meine ich. Achso. Also ich hab gerade als du gesprochen. Ja, ich dachte es mir jetzt schon. Nachher. So, eine Minute habe ich noch. Denkst du etwa, dass ich denke, dass du denkst, dass ich wiederum denke, dass du denkst? Das könnte man denken, ja. Gut gedacht. Ja, gut gegongt, Graf. Dracula. Okay. Versuche ich es noch einmal. Nein. Das kann man ohne Turbo vergessen. Ich lasse es jetzt. Hab die Schnauze voll von dem Scheiß hier. So, machen wir die nächste Bahn. Ach Mann, es ist zum Mäusemelken. Das ist zum Reiern. So könnte man es auch formulieren. Wenn die Schlatt auf den Küchenboden kotzen. Ja? Ist aber nicht so lecker. Da kann man drauf ausrutschen. Aber es erinnert mich hier wieder ein bisschen gerade an Donkey Kong Country Returns, ne? Der K-Level in der fünften Welt. Der hat dir ein bisschen Probleme bereitet, ne? Mhm. Ja, ja. War das hier die coole? Ja, ne? Jo. Dann holen wir uns doch hier vielleicht das Relikt. Das wäre doch mal eine schöne Sache, wenn wir wieder ein bisschen Erfolg haben. Vielleicht versuche ich es gleich mal mit Tiny in den anderen Reliktstrecken. Achso, ne, ich hätte sonst gesagt Engine, weil der sehr lenkig ist. Ja gut, der bringt mir ja nicht wirklich. Besser wäre es ja Stelligkeit, oder? Den würde ich bei 10K-Rennen benutzen, den. Ja, aber Engine. bei Reliktrennen ist doch Tiny dann besser eher. Jo, denke ich. Der ist Geschwindigkeit. Ja, würde ich auch sagen. So, Cortex, das machen wir jetzt noch mit dir hier und dann versuchen wir uns mal mit Tiny an den Rest. Komm her. Aber 10K würde ich dann mal mit Engine versuchen. Ja, kann ich ja machen. Die ist Mori. Die ist schee.